Bevor ich Ihnen jetzt da live zeige, wie das funktioniert, noch ein paar Gedanken oder ein paar Sätze zur DNSSEC in der Realität. Es ist also so, dass DNSSEC in der Root-Zone nach langem Herumtun, muss man sagen, ja, es ist also DNSSEC von der RFC her gibt es. Weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich sage jetzt mal seit wahrscheinlich über 10 Jahren auf jeden Fall. Ja, also sagen wir 2001 oder 2002 oder so sind die ersten RFCs herausgekommen. Ich weiß es nicht auswendig, müssten Sie in der RFC nachlesen. Ja, wie dem auch sei, schon sehr lange. Auf jeden Fall, die Root-Zone ist seit Mitte 2000 10, ist seit Mitte 2010 digital signiert, also mit diesen Methoden hier. Das heißt sozusagen, diese ganze Trust Relationship und so weiter, mit was ich da aufgezeichnet habe und so weiter, ist möglich, da die Root-Zone signiert ist. Ja? Heißt natürlich jetzt nicht, dass einer darunter auch unbedingt DNSSEC haben muss, aber es ist möglich, nachdem es von oben her sozusagen bereits implementiert ist. So. Rein politisch ist es natürlich ebenfalls eine, also nicht ebenfalls, rein politisch ist es natürlich eine gewaltige Herausforderung gewesen, weil digitale Signatur in der Root-Zone bedeutet natürlich, dass irgendjemand auf dieser Welt einen Key-Signing-Key hat, einen besonders wichtigen. Ja? Weil dieser Key-Signing-Key auf der Root-Zone in Wirklichkeit für die gesamte Sicherheit von DNSSEC verantwortlich ist. Ja? Bedeutet also, mit diesem Key Signing Key kann ich alles andere aufgrund von der Vertrauenskette, die eben in DNSSEC aufgebaut wird über diese ganzen Records, entscheidet sozusagen dieser eine mächtige Key Signing Key über Sicherheit und Unsicherheit von DNSSEC. Ja? Ja, wer hat den? Das ist natürlich eine gute Frage. Soweit ich jetzt weiß, muss jetzt gestehen, ich weiß es gar nicht so genau, meine Information ist, dass sich dieser Schlüssel, die ICANN und die VeriSign, ja, teilen in Wirklichkeit. Ich glaube, es ist ein Schlüssel, der auf zwei Hälften irgendwie aufgeteilt ist, den nur diese beiden miteinander haben. Also die ICANN spielt eine Rolle. Und die VeriSign, ja. Wer die VeriSign da hineindiskutiert hat, beziehungsweise unterstützt hat und so weiter, kann man nach den Ergebnissen des Jahres, nach den politischen Ergebnissen des Jahres 2013 unter Umständen vermuten. Ja? Also ich war da, also sozusagen, ich denke da so in diese Richtung da. Ja? So, okay. Ja, wie dem auch sei, also diese beiden teilen sich diesen Schlüssel. Bedeutet also sozusagen mit dem Wissen, das Sie jetzt da haben, ja, genau, mit dem Wissen, das Sie da jetzt haben, über wie das Zonensignieren funktioniert, können Sie jetzt auch vorstellen, was für ein Aufwand dahinter steckt, eine Änderung in der Root-Zone vorzunehmen. Eine Änderung in der Root-Zone bedeutet also, es müssen, wer auch immer, ja, im Hintergrund, ja, sozusagen, also diese mächtigen Verbände zusammenkommen, um den Schlüssel, oder beziehungsweise um mit diesem Key Signing Key die Root-Zone neu zu signieren, ja, wenn es eine Änderung gibt. Mit diesem Hintergrund sage ich jetzt, kann man unter Umständen jetzt schon auch ein bisschen besser verstehen, warum sozusagen der Erwerb einer Top-Level-Domain, die ja eine Delegation und ein DS-Set in der Root-Zone hat, ja, mit laut Preisliste $180.000 sozusagen betitelt ist, ja, oder zumindest $180.000, ja, weil dahinter ein gewaltiger sozusagen Aufwand steht in Wirklichkeit. Ja. Also rein organisatorisch. Okay, so, also nur so viel zu den Hintergründen. Sie können natürlich auch die Root-Zone abfragen. Sie können die auch DNSSEC abfragen. Sie können mit dem, wo ist die Maus? Sie können natürlich, das steht dort auf der
So, aber jetzt geht's wieder. Ja, so, ich weiß jetzt nicht genau, wann es vorbei war, aber ich glaube, das mit der Rootzone hat noch jeder mitbekommen. Ich habe gesagt, also diese DNS-Sec-Abfragen kann man natürlich auch machen, selbstständig mit dem Dig-Tool. Es sind genauso DNS-Ressource-Records wie alle anderen auch. Man kann das explizit im Dig dann mit dieser Option plus DNSSEC sozusagen aktivieren, dass man eben DNSSEC-Aware-Abfragen bekommt. Ja? Das schaut dann, ich könnte es da jetzt einmal ausprobieren, machen wir da. Ja, also sozusagen eine Abfrage von der Root, also ein A-Record habe ich da jetzt immer abgefragt, machen wir da. Ich möchte also alle NS-Server von der Root-Zone wissen, ja. Hoppla. Aha. Ja. Okay, dann kriege ich also da jetzt das Ressource-Record, ziehe ich jetzt schon zum Beispiel mit, ja, für die einzelnen, also quasi das Signature-Band auf diesen NS-Records zu haben. Was vielleicht, ist vielleicht eine gute Idee, was man hier auch sieht, ja. Sie sehen, da ist jetzt ein neues Flag aufgetaucht, ja, das AD-Flag. Und mit diesem AD-Flag, also sozusagen, wird gesagt, ja, diese Überprüfung ist sozusagen korrekt, ja, also diese DNS-Sec-Überprüfung, die dann durchgeführt worden ist, ja. Also dieses AD-Flag, wenn ich jetzt das DNS-Sec da weggebe, dann sieht man, dass das Tool da, also dass das AD-Flag weg ist, ja, weil eben eine normale Abfrage ohne DNSSEC durchgeführt wird. Sie können das auch testen auf Ihrem, das steht auf der Folie, das auch hingeschrieben, Sie können testhalber auf Ihrem DNS-Server natürlich eine Zone modifizieren. Bei dem Bind ist es egal, ja, also das heißt, also man erstellt eine digital signierte Zone und ändert dann irgendwas drinnen, irgendwo einen Buchstaben umdrehen, sodass die Signatur nicht mehr steht. Und wenn man dann eine Abfrage macht, dann bekommt man also sozusagen in der Regel ein Server-Fail. Wichtig dabei ist aber, Sie müssen diese Zeichnung im Auge behalten. Diese da. Sie müssen also sozusagen den richtigen Server abfragen. Ja, also nicht, also auf einem autorativen Server ändert man was und über einen nicht autorativen, also über einen Resolver macht man dann die Abfrage, weil der Resolver sozusagen die Überprüfung durchführt. Ja. Okay. So. Gut. Kommen wir jetzt zu dem, wie mache ich das jetzt? Ja, ich habe da ein Beispiel vorbereitet, damit ich das jetzt nicht alles tippen muss. Name ist Fried. Die Schrift ist. So, ja, die Schrift ist, glaube ich, eh groß genug, gibt es eh nicht mehr. So, also ich habe jetzt nun hier. Also, ja. So, der Übersichtsseite halber habe ich hier, ich ordne also die Zonen nicht alle in einem Verzeichnis an, das kann ich am Bind, kann ich es dann wieder in ein Verzeichnis kopieren, aber fürs digitale Signieren lege ich hier, wie Sie sehen, Verzeichnisse an. Das ist nur die Übersicht, damit ich selber nicht die Übersicht verliere. Ich befinde mich hier quasi in dem Verzeichnis der Zone example.com. Das, also machen wir da geschwind eine Zeichnung wieder her. Neue Folie, damit man das sieht. So. Ich habe also hier oben meine Root-Zone. So, und dann haben wir da drunter haben wir also die Zone com. Und dann gehen wir da noch ein Stück weiter drunter und das heißt im Moment Example. So, also das ist das Beispiel, was ich da habe. So, und dementsprechend habe ich hier ein Unterverzeichnis namens
COM-Exempel angelegt. Und hier drinnen habe ich jetzt eine Datei, die heißt einfach Zone und das ist jetzt in meinem Zone-File. Das habe ich schon vorbereitet. Dann schauen wir uns das ganz kurz an. Das Zone-File schaut so aus. Ich habe also ein SOA-Record, vielleicht zur Syntax des Add, falls es noch niemand gesehen hat. Mit dem Add meine ich immer quasi der Name der Origin. Das ist dann praktisch, normalerweise, wenn man den Namen, also wenn man dort keinen Namen hinschreibt, dann nimmt er immer den Namen von der übergeordneten Zone. Und wenn ich jetzt ein längeres Zone-File habe und es ist irgendwie durcheinander und ich brauche den Namen der Origin wieder, dann kann ich das mit dem Add-Zeichen machen. Ja? Also an dieser Stelle, wo das Add-Zeichen steht, wird die Origin, also in diesem Fall hier, example.com eingesetzt heißt das. So, also hier habe ich das SOA-Record, dann habe ich hier ein NF-Record, also die beiden notwendigen Records. Und hier habe ich dann noch ein MX-Record angelegt, das ist nur ein Beispiel, das hat keine Funktionenmöglichkeit. Hier ist das A-Record zu meinem NS1-Example.com. Ja. Das gehört hierher, ist also ein autoratives Record, ist kein Glue-Record. Und hier habe ich noch das ein A-Record für den Mail-Server angelegt. Ja, das ist nur ein Beispiel, damit das damit da mehr drin ist. Gut. So, das erste, was wir jetzt brauchen, ist, ich brauche einmal also einen Key-Signing-Key und einen Zone-Signing-Key. Jetzt können das handhaben, wie Sie wollen. Ich lege mir jetzt hier wieder zwei Verzeichnisse an, nur damit ich nicht die Übersicht verliere, weil Sie haben am Schluss so viele Schlüssel, dass Sie nicht mehr wissen, welcher Schlüssel welcher ist, wenn Sie da jetzt in keine Ordnung hineinbringen. Also ich lege ein Verzeichnis an namens KSK und ein Verzeichnis namens ZSK, eben einen für den Key Signing Key und einen für den Zone Signing Key. Schauen also jetzt so aus, das Verzeichnis. Zone ist die Zonendatei, KSK ist Verzeichnis für den KSK und ZSK für den ZSK. So. Dann gehe ich da hinein in das Verzeichnis ZSK und hier stelle ich jetzt einen Zone Signing Key und dafür gibt es da den Befehl DNSSEC Keygain. Also im Prinzip braucht man nur das Abschreiben von der Folie, was ich da geschrieben habe. Ich brauche also eine Länge, wie lang soll dieser Schlüssel sein, mit minus B. Ich möchte, das ist der Zone Signing Key, also der kurze Schlüssel. Ich gebe dem jetzt also 1024 Bit. Und dann brauche ich noch, also sozusagen dieses A, RSA und so weiter, das kann man weglassen. Ja. Also zumindest bei dieser Version, bei den aktuellen Versionen, wenn Sie eine alte Version haben, müssen Sie vielleicht dazu sagen. Das sieht man aber nicht. So, also Key Signing Key, 1024 Bit und ich brauche jetzt auch das Unrandom Device aus vorher erklärten Gründen. Ja. Und was brauche ich jetzt noch? Jetzt muss ich eigentlich nur mehr den Namen der Zone eintragen. Das ist deswegen wichtig, weil er erzeugt nämlich jetzt dann Schlüssel, die schon zu dieser Zone passen, im Ressource-Record-Format. Und Sie wissen ja, dass jedes Ressource-Record auch einen Namen haben muss. Ja? Also bei mir ist das jetzt ein example.com. Ja? Oder? Ja. So, fertig. Das war's auch schon. Jetzt sieht man hier, sind zwei Dateien entstanden. Das eine Punkt Key ist der Public Key, das können wir uns anschauen. Das ist der Public Key, der ist im entsprechenden Resource Record Format schon, wie Sie sehen. Ja? Also da ist der Name, da ist die Internetklasse, DNS-Key ist der Typ und so weiter. Ja. Also da hinten sieht man jetzt, das ist dann der Schlüssel selber. Ja. Also ein Public Key, eben ein RSA-Schlüssel ist das. Wenn man sich im Vergleich dazu den privaten Schlüssel anzeigt, ja, also sozusagen dürfte ich jetzt natürlich nicht, weil ich damit ja meinen privaten Schlüssel bekannt gebe, aber ist ja nur ein Beispiel. Ja. So, da sehen Sie jetzt, das ist die Datei, die den privaten Schlüssel enthält und das ist halt
ganz offensichtlich halt ein Arisaki. Es steht auch drinnen, Sie sehen, es sind die beiden Primzahlen da, Prim 1, Prim 2. Es ist auch der Exponent da, der zweite Exponent da und alle diese Dinge, die man da halt beim Bilder gelernt hat. Okay. So, ich wechsle jetzt, jetzt haben wir also den Zone Signing Key. Ich wechsle jetzt in das andere Verzeichnis und hier erstelle ich einen Key Finding Key, das im Prinzip genauso funktioniert. Das heißt, ich hole mir denselben Befehl da wieder her. Allerdings haben wir gesagt, der Key Signing Key ist der Long Term Key, der muss also auch lange sein. Das heißt, ich ändere das hier jetzt einmal auf 4096 Bit und außerdem muss ich ihm sagen, Achtung, das ist jetzt der Key Signing Key und dafür gibt es diese Option minus F KSK, das ist halt so, ja, mit dem sagt man im Tool erzeugt einen Key Signing Key, der sich aber nicht vom anderen unterscheidet, außer in seiner Länge und dass ein Bit gesetzt ist, anhand dessen die Abfragenden erkennen können, dass es ein Key Signing Key ist. So. Sie sehen, hat ein bisschen länger gedauert, weil es ein längerer Schlüssel ist. Ich habe aber auch hier die beiden gleichen Ergebnisse, also zwei Dateien, einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. So, Schritt 2, ich muss also jetzt in mein Original-Zone-File diese öffentlichen Schlüssel mit aufnehmen. Also einfach hineinkopieren. Ich mache das am einfachsten mit Cut, ja. Also Sie können es auch abtippen, aber es dauert halt länger aus. Das heißt, ich nehme also mein Zone-File, dann den öffentlichen Schlüssel wohlgemerkt. Ja? Also Zone-File ist öffentlich, daher öffentlicher Schlüssel. Den öffentlichen Key Signing Key und den öffentlichen Zone Signing Key und diese schreibe ich in eine neue Datei hinein einfach. Ja, also Dateiumleitung und die neue Datei nenne ich jetzt zone.gen. Ja, soll so sein. So, Sie sehen, jetzt habe ich diese neue Datei zone.gen bekommen. So schaut das Ganze jetzt aus. Hier oben ist also jetzt, Sie sehen, das Zone-File von vorher, also genau die gleiche Information. Und hier unten drin haben wir jetzt die beiden Schlüssel. Sie erkennen auch, einer ist lang, einer ist kurz. Ja, also das eine ist der KSK, das andere ist der ZSK. Wenn Sie genau schauen, dann sehen Sie, dass bei dem einen steht 256 dabei, bei dem anderen steht 257, also um ein Bit mehr gesetzt. Ja, das ist das Key Signing Key Bit. So. Wir haben also für diese Zone alles beieinander, jetzt können wir diese Zone digital signieren und dafür gibt es das sein Zone Tool, DNSSEC so, DNSSEC sein Zone, dem sein Zone Tool muss ich jetzt sagen, wie heißt die Zone, welcher Dateiname hat die Zone, welcher Dateiname hat die private Schlüssel, welcher Dateiname hat der öffentliche Schlüssel? So, also, minus O, wie heißt die Zone? Example.com. Dann, das mit dem Timestamp, ja, das mache ich jetzt genauso, wie ich es auf der Folie habe, dann sehen Sie auch, was passiert, ja. Dann gebe ich Option minus K, steht für Key Signing Key, da muss ich also jetzt den privaten Schlüssel angeben, weil zum Signieren braucht man ja den privaten Schlüssel. Muss die Seriennummer geändert werden? Ja, um das zu beantworten, das mache ich mit der Option minus N Unix Time, sage ich dem Tool, ändere für mich die Seriennummer auf die aktuelle Zeit. Ja. Ich könnte sie aber auch manuell in VI ändern, wenn ich mag. Ja. Oder mit sonst einem Editor. So, damit haben wir also den Key Signing Key eingegeben. Dann muss ich den Dateinamen angeben von der Datei, die ich signieren möchte. Das ist also zone.gen. Und jetzt muss ich noch den Zone Signing Key angeben. ZSK. Und zwar den privaten Schlüssel natürlich. So, man alles passt. Hoppla. So, fertig. Hat funktioniert. Schauen wir, was passiert ist. Sie sehen, jetzt ist noch eine dritte Datei entstanden. Die Datei heißt jetzt zone.gen.signed.
Und das ist jetzt das fertig signierte Zone-File, das man dann dem Band einfach unterjubelt, also einfach in der Zonenkonfiguration angibt. Ja? Sie sehen, dass hier quasi ist eine Zahl eingesetzt worden, das ist eben ein Unix-Timestamp, vorher habe ich da eh kurz was dazu gesagt. Und hier finden Sie jetzt alle diese Records mit den entsprechenden digitalen Signaturen dazu, so wie in dem Beispiel, was wir vorher auch gehabt haben. Ja? Also das ist soweit, glaube ich, so klar. So, was noch entstanden ist, hier haben wir jetzt ein DS-Set, weil wir sind ja im Moment, bin ich ja bei example.com in der untersten Zone in diesem Beispiel da jetzt. Ja. So, und dieses DS-Set enthält eben die DS-Records, die ich in die übergeordnete Zone aufnehmen muss. Ja. Ich zeige das kurz her. Das schaut also so aus, das sind genau diese beiden Ressource-Records, die in der übergeordneten Zone drinnen sein müssen. So, wir können uns jetzt mit der übergeordneten Zone beschäftigen. Ich gehe also in meinen Verzeichnisbaum um 1 rauf. Ja. Hier habe ich ebenfalls schon ein Zonenfile vorbereitet. Das ist jetzt das Zonenfile von der Zone Com. Jetzt habe ich das wieder gelöscht. Nein, macht nichts. Also das ist die übergeordnete Zone. Was sehen wir da erinnern? Sie sehen so ein Rekord natürlich. Sie sehen ein NS-Rekord. Und hier die Delegation auf das NS-Rekord. Also Entschuldigung, die Delegation auf diese example.com, also auf die untergeordnete Zone. So, Frage ans Publikum, was ist das hier für ein Rekord? Jeder darf nachdenken. Welche Art vom Rekord? Ja, also diese Frage hatten wir schon. Also ist es ein A-Rekord, ein alternatives, oder ist es ein Glue-Rekord? Ja, es ist ein Glue-Record, weil hier der nsexample.com, der Name nsexample.com ist ja unterhalb von der Delegation selbst, ja, also brauche ich hier ein Glue-Record. Gut. So, grundsätzlich, um diese Zone hier DNSSEC fähig zu machen, also sprich, um digitale Signaturen zu erstellen, brauche ich das gleiche wie vorher. Ich brauche einen Zone-Signing Key und einen Key-Signing Key, mit denen ich dann eben diese Signaturen erstelle. Daran ändert sich nichts. Ja. Das heißt, ich mache das genauso wie vorher, KSK und ZSK. Es ist immer das gleiche Verfahren. Ich möchte jetzt auch noch einmal sagen, wenn Sie diese Schlüssel einmal haben, ja, dann braucht man nur mehr die Zonen immer signieren, wenn man in der Zone was ändert. Man muss nicht jedes Mal die Schlüssel neu ändern. Ja. Soll man gar nicht, ja, weil das wäre, müsste man dann alle DS nach oben ändern. Okay, was haben wir da? ZSK. Ah, bin ich wissen. So, die nächste Keygen, das ist der Zone Signing Key, also der Zone Signing Key ist der kurze. Und die Zone ist jetzt natürlich nicht example.com, sondern nur com. So, passt. KSK. Key Signing Key machen wir genauso wie vorher. Jetzt machen wir wieder rein. Und ich muss sagen, dass es ein Key Signing Key ist mit dem minus F. Ja. Ja, in der
Und ich muss sagen, dass es ein Key signing Key ist mit dem Minus F. Ja. Ja, im Prinzip natürlich können Sie Tools, verwenden. Ich muss dazu sagen, ich habe dafür auch selber Shells geschrieben, die das alles automatisch machen, ja. In der Realität, ja. Ich zeige das deswegen hier so Step by Step her, da wichtig, also sozusagen für mich und ich denke für Sie wichtig ist, dass man einmal das Grundkonzept versteht, wie funktioniert DNSSEC überhaupt. Und wenn man das so Schritt für Schritt macht, dann ist einem klar, was da rein noch passiert, als wenn man nur, sage ich mal, das sich zusammenklickt. Ja. Aber natürlich, also es ist auch unrealistisch, das alles so zu machen in der Praxis. Ja. Ich mache das ebenfalls mit Skripts und Tools, ja, für echte Zonen. Also die Antwort ist ja, Sie können DNSSEC-Tools erklären, wenn Sie verwenden, wenn Sie mir erklären können bei der Abgabe, warum, wie die einzelnen Dinge zusammenhängen oder wie die entstanden sind. Gut, um jetzt auf das Beispiel zurückzukommen, ich habe also jetzt für die Zone COM einen Key-Signing-Key und einen Zone-Signing-Key erstellt. Diese beiden Schlüssel muss ich jetzt wieder in die Zone hineinkopieren, damit man sozusagen, ja, weil die hineingehen, die Public Keys natürlich, mache ich genauso wie vorher. Das heißt, ich nehme also die Originalzone, dann nehme ich den Key-Signing Key, den öffentlichen, dann nehme ich den Zone-Signing Key, den öffentlichen. Und das kopiere ich jetzt einmal in eine neue Datei hinein. Und das nehme ich wie vorher, Zone.gen. Ja. So, was jetzt natürlich noch fehlt, jetzt habe ich also für diese Zone grundsätzlich alles drinnen. Was ich aber jetzt hineingeben nehmen muss, ist, weil ich habe hier eine Delegation in dieser Zone, ich muss also die DNSSEC-Records von der untergeordneten Zone ebenfalls mit aufnehmen. Das kopiere ich ebenfalls eins zu eins hinein. Und zwar, das DNSSEC der untergeordneten Zone befindet sich ja in dem Ordner darunter. Darum habe ich das auch so angeordnet, damit man da übersichtlich, also damit es halbwegs übersichtlich ist. Und hier nehme ich die Datei DNSSEC und die hänge ich jetzt einfach an meine manuell generierte Zone an, also zwei Pfeilchen nach rechts, ja, und hängt es an meine Zone, an diese Zone an. Ja. Also wie Sie das mit welchen Befehlen Sie das jetzt zusammenstopfen und quasi, das ist jetzt nur hergezeigt, so mache ich das. Wichtig im Endeffekt ist, dass die Zone so aussieht wie hier. Das heißt, am Anfang habe ich hier herinnen jetzt einmal die notwendige die Grundinformation der Zone, die ich brauche, also SOA-Record, NS-Record, Clue-Records, Delegationen und so weiter. Dann müssen die beiden Schlüssel herinnen sein, die hier jetzt auch zu sehen sind. Ja. Und dann muss für jede Delegation das entsprechende DS-Set herinnen sein. Wie gesagt, Sie sehen, dass das DS-Set, habe ich vorher schon erwähnt, ich sage es jetzt nochmal, aus zwei Records besteht. Und der Grund dafür ist nicht deswegen, weil es zwei Schlüssel sind, weil es ist nur das DS-Set von einem Schlüssel, sondern der Grund dafür ist, dass das DS-Set mit Hilfe von zwei verschiedenen Hash-Funktionen erstellt worden ist. Ja? Nämlich einmal SHA-1 und einmal SHA-256. Drum sind es zwei. Ja? Sind aber beide die Hash-Werte vom Key-Signing-Key. So, gut, diese Zone ist also jetzt fertig und jetzt kann ich die ebenfalls signieren, genauso wie vorher. Ich nehme also mein Sign-Zone-Tool. So, dann zeige ich, gebe ich an die Origin, also minus O.com. Dann sage ich, was brauche ich noch? Ja, machen wir das minus N Unix Time. Dann brauche ich, muss ich ihm sagen, den privaten Schlüssel, also den Key-Signing-Key, ksk.private, dann muss ich ihm sagen, den Dateinamen der Datei, die ich signieren möchte, die heißt bei mir zone.gen, so,
Und abschließend muss ich jetzt noch den privaten Zone-Signing Key angeben, der im ZSK gespeichert ist. So, passt. Ist fertig. Als Ergebnis haben wir jetzt zwei neue Dateien bekommen. Zum einen ist es die Datei Zone Gen Signed, also die signierte Zone. Kann man sich kurz anschauen. Das sehen Sie also jetzt hier fertig mit den Signaturen auf den einzelnen Resource Records. Ja. Okay, haben wir vorher besprochen, was die einzelnen Dinge da bedeuten herinnen. Und das zweite, was wir haben, ist das DSZ der Zone COM. Das da. Okay? Und dieses DSZ wiederum muss in die Root-Zone. Okay? Das heißt, ja, hier habe ich jetzt kein Zone-File, ich kopiere mir das von unten, mache mal ein Template. So, ich lege also hier jetzt das Zone-File für die Root-Zone an. Ich beginne also mit einem leeren Zone-File. Das kann der gleiche, ich lasse das alles gleich. Nur die Delegation muss ich ändern. Hier das NS1 ist wieder ein Glue-Record, ist ein Glue-Record. Wie gesagt, in der Root-Zone kann es sowieso nur Glue-Records geben für die Delegationen. Und die Delegation habe ich hier auf COM. Ja? Damit ist die Root-Zone auch fertig definiert. Sie besteht also aus einem SOA-Record, aus einem NS-Record und aus einer Delegation auf die einzige untergeordnete COM-Zone im Moment. Ja? So, dann brauche ich für die Root-Zone genauso einen Key-Signing Key und einen Zone-Signing Key. So. Origin ist Punkt, ja, also natürlich bei der Root-Zone, ja. So. So, wir haben also hier jetzt die zwei Schlüssel ebenfalls für die Root-Zone, sind jetzt meine Root-Schlüssel. Nein, wurde nicht anders angegeben. Achso. Jetzt habe ich sowieso einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt irrtümlicherweise beide Schlüssel in meinem ZSK-Verzeichnis generiert. Ich tue die jetzt hinüberschieben, damit das übersichtlich ist. So, an der Dateilänge kann ich jetzt nicht erkennen, welcher der KSK, der Key Signing Key ist. Die Datei ist größer, ist also der größere Schlüssel. So. Im Zone-File ist es nicht anders angegeben. Im Zone-File steht hier das. Ah, danke. Ja, danke für den Hinweis. Das ist jetzt natürlich nicht richtig, ja. So, danke fürs Mitdenken, ja. Das ist natürlich die Root-Zone, das heißt Origin ist Punkt, ja. So, der Rest ist aber jetzt nicht richtig, ja. So. Gut, gleiches Spielchen wieder, jetzt habe ich die beiden Schlüssel und jetzt kopiere ich das alles zusammen, das heißt, ich nehme meine Originalzone, tue den KSK dazu, den öffentlichen natürlich, tue den ZSK dazu, den öffentlichen, und das alles miteinander haue ich in eine neue Datei hinein. So, und jetzt muss ich alle DS-Sets von allen Delegationen hineinkopieren. Ja, also ich habe in dem Beispiel jetzt natürlich nur eine. So. Und schauen wir uns das kurz an, ob es eh stimmt. So, hier habe ich also oben SOA-Record, das NS-Record, das GNU-Record dazu und die Delegation.
die beiden Schlüssel. Und die beiden DS-Sets, die zur Delegation dazugehören. So, und jetzt brauchen wir das nur wieder signieren, genauso wie vorher. Das heißt, ich mache USB-Link DNS-Set sein Seinzone Origin Unix Time. Dann Key Signing Key, dann was noch, Dateiname und was noch, Zone Signing Key. So, fertig. Damit sozusagen, also jetzt haben wir da unsere signierte Root-Zone. So, damit haben wir sozusagen den gesamten Baum. Ja, da war relativ einfach, ist natürlich einmal durchsigniert. Ich habe jetzt drei Zone-Files bekommen, die gebe ich dem DNS-Server. Wenn Sie jetzt innerhalb einer Zone etwas ändern, dann müssen Sie nur diese eine Zone für sich neu signieren, sozusagen. Die anderen Zonen natürlich nicht, außer Sie ändern den Key-Signing-Key natürlich. Ja? Der Kollege schreibt, der Herr Bocorni meint, das kann viel werden. Ja, das stimmt, Sie sehen, es sind also relativ viele Schritte. So als kleiner Tipp am Rande, ja, also erstens mal gibt es natürlich Tools dafür. Zum zweiten, wer natürlich da jetzt ein bisschen interessiert ist, die Namensgebung, die ich hier jetzt vorgeschlagen habe und diese Verzeichnisstruktur ist kein reiner Zufall. Sie haben beobachtet, dass in Wirklichkeit immer die gleichen Schritte notwendig sind. Mit ein bisschen einfachem Shell-Skript im Hintergrund kann man sich da sehr einfach ein Shell-Skript basteln, dass das Ganze sozusagen automatisch durchmacht. Ja. Also ich habe hier, also das ist mein Shell-Skript, ja, also es ist wirklich eine Seite, mehr ist es nicht, und es macht das Ganze. Aber wie gesagt, also ich verlange von Ihnen kein Shell-Skript, wenn Sie wollen, können Sie sich natürlich eins basteln. Oder im Internet eins suchen, Google ist Ihr Friend. Gut, manuell geht es so, wie ich Ihnen da gezeigt habe. Sie sehen jetzt, auch in der Root-Zone natürlich ist ein DS-Set herausgekommen. Mit dem DS-Set können wir irgendwie nichts machen, das ist halt einfach da. Ja. Das Einzige, was man noch machen muss, ist, dass man hier in der Konfiguration des Nameservers, also in der Konfiguration aller Nameserver, müssen Sie den Trust-Anchor angeben. Das ist also der öffentliche Key-Signing-Key, des Root-Name-Servers. Das ist der Schlüssel, mit dem sozusagen alle Server zum Root-Server, zum Root-Name-Server das erste Vertrauen sozusagen herstellen können. Es gibt also der öffentliche KSK, wie gesagt, ja, sehen Sie hier, habe ich ihn nochmal angezeigt, das ist einfach diese Datei. Da gibt es, das kann man leider nicht ganz eins zu eins hineinkopieren, auf der Folie steht das aber auch drauf. So, das ist jetzt sozusagen das Format, dass man dann in dem named.conf, also eine Konfigurationsdatei von named braucht, ja, also von den ganzen Name-Servern halt, ja. Dort unter Options, also irgendwo haben Sie eine Options, wo Sie auch DNSSEC enabled zum Beispiel angeben müssen. Und dort gibt man auch den mit dieser Syntax hier des Trusted Keys an, das 1 zu 1 oder beinahe 1 zu 1 dieser Public Key Signing Key ist. Man kann das also mehr oder weniger 1 zu 1 reinkopieren. Man muss allerdings hinten den Schlüssel, so wie ich es hier gezeigt habe, auch dann mit unter Anführungszeichen stehen, damit sozusagen der Name das versteht. Das ist halt so. Ja, ansonsten ist es eigentlich das Gleiche. Und damit kann also jeder Name-Server in dem Spiel das Vertrauen zu dem Root-Name-Server herstellen, und zwar deshalb, weil er nicht darauf angewiesen ist, dass er eben über einen normalen DNS-Query den Schlüssel übers Netzwerk bekommt, sondern diesen Root-Schlüssel bereits in seiner Konfiguration drinnen hat und mithilfe dessen
dieses Schlüssels kann also die Signaturen in der Root-Zone treffen. Und wenn die in Ordnung sind, ist er über die Signaturen und das DES-Set immer die Verkettung zu den untergeordneten Zonen sozusagen ja, besteht halt. Ja, ja gut, damit bin ich jetzt am Ende mit DNSSEC. Ja, also, damit sind wir sowieso am Ende. Und ich hoffe, ja, wie gesagt, wenn Sie jetzt da, wenn da ein paar Sachen jetzt unklar sind, dann, ja, die dritte Übung ist die letzte DNSSEO. Es geht dann weiter in morgen in Wirklichkeit, also morgen, glaube ich, haben wir auch die letzte Vorlesung mit SMTP und Apache, also HTTP, wobei Sie werden sehen, das sind sehr relativ einfache Sachen, es wird nach hinten also viel leichter, DNS ist das Schwierigste. Ja, und am Samstag sind beide Abgaben. Ja? Genau. Nächste Woche ist dann, nächste Woche haben Sie dann am Freitag und am Samstag noch eine Laborübung, das ist einmal SMTP und einmal HTTP, aber Sie werden sehen, es wird dann einfach.